Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Familien und Freunde. Wir haben lange überlegt, wir haben uns gestritten, wir haben heiß diskutiert und wir haben uns auch entschieden. Selbstmord ist ein Thema für uns. Und deshalb sehen Sie heute der wunderbare Massenselbstmord. Wir freuen uns, mit einem Teil des Spenderlöses die Organisation Ariadne unterstützen zu dürfen. Ariadne bemüht sich darum, die Lebenssituation der Angehörigen von psychisch kranken Menschen zu verbessern. Wir bitten Sie, Ihre Mobiltelefone spätestens jetzt auszuschalten und gut auf sie aufzupassen. Denn in diesem Saal treibt ein echter, lebender Marder sein Unwesen. Und jetzt wünschen wir eine gute Unterhaltung. Und uns auch. Danke. Der ärgste Feind der Finnen ist die Melancholie. Trübsal, grenzenlose Apathie, Schwermut. Die Melancholie hat sich im Lauf der Jahrtausende allen Menschen des Landes unterworfen, sodass ihre Seelen düster und ernst sind. Polarlicht! Midsommernachtslicht! Das finstere Gemüt ist ein schlimmerer Feind als einst die Sowjetunion. Die Wirkung ist so verheerend, dass viele nur im Tod den einzigen Ausweg aus der Bedrängnis sehen. Psst, 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 ja. Was denn? Die Dias. Ups, sorry, aber Abend hat mich abgelenkt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Bei Tod. Starte einfach nochmal bei Sowjetunion. Aber Sowjetunion! Sowjetunion! Ups! Sorry! Aaron! Ups! Sorry! Sowjetunion. Tod. Die Finnen sind jedoch erfüllt von Kämpfen. Johannes, das mitsommerliche Fest des Lichtes und der Freude, ist für die Finnen wie eine gewaltige Schlacht, in der sie die zehrende Schwermut mit vereinten Kräften zu bannen versuchen. Nicht nur die diensttauglichen Männer, sondern auch Frauen, Kinder und alte Leute eilen an die Front. An Finnlands tausend und aber tausend Seelen werden gewaltige heidnische Kriegsfeuer entfacht, um die Finsternis zu vertreiben. Blau-weiße Kriegsfahnen werden an die Masten gehisst. 12 Millionen Finnen stärken sich vor der Schlacht mit fettigen Würsten. Und fettigen Würsten. Bedenkenlos trinken sie sich Mut an. Zu Akkordeonklängen marschieren die Truppen auf, um den Feind zu attackieren. In der Hitze der Nahkämpfe finden die Geschlechter zueinander. Frauen werden geschwächt. In Schnellbooten fahren Männer hinaus und ertrinken in den Seenotbuchten. Zu tausend fallen die Menschen in die Erlenbüsche und Brennnesselsträucher. Man sieht aufopfernde Tapferkeit und zahllose Heldentaten. Freude und Glück tragen den Sieg davon. Die Schwermut wird vertrieben. Das Volk genießt für eine Nacht im Jahr seine Freiheit. So brach im letzten Juni in der Provinz Hemen am Ufer des Humalaya-Gesetzes der Morgen des Johannistages an. Leichter Rauchgeruch von der nächtlichen Schlacht hing noch in der Luft. Eine Schwalbe flog mit geöffnetem Schnabel dicht über der Wasseroberfläche dahin und jagte Insekten.
Das Wetter war ruhig und klar. Psst. Psst. Stina. Was denn? Die Atmosphäre? Ups, sorry. Aber Abend hat mich schon wieder abgelenkt. Ups, sorry. Den Menschen gelingt nicht alles. Oh nein. Und ihre Lohnen war Geschäftsmann. Nach einem abgebrochenen Studium und einer fast abgeschlossenen Lehre hat er ein paar Jahre unternehmerische Tätigkeit hinter sich. Schneller Anfangserfolg, eine Schar Angestellter, Geld, Geschäfte. Mein Name ist Oliver Lohn. Ich bin 42 Jahre alt. Gierige Konkurrenten und ungünstige Konjunkturen haben meine Relonen Blecher und Raufen AG 1999 in den Ruin getrieben. Und dieser Bankrott war nicht der letzte. Zu meinen Kindern habe ich keinen. Meine Ex-Frau ist die letzte Pleite kam im Frühling. Seitdem habe ich Depressionen. Oberstkindbein? Bei Brigadekommandeur aus Finnland gewesen. Aber seit letztem Jahr befand er sich in einer Art Quarantäne, weil er den Generalstab zugeteilt Abteilung Material beschaffen. Wenn wenigstens Hoffnung bei den Krieg bestünde. Er hatte keine Arbeit mehr. Aber in Finnland sind die Entwicklungen eher friedlich verlaufen. Und er hatte keine Brigade mehr. Frieden an sich ist ja was Positives. Auch für den Berufssoldaten bedeutet das Käsketetti interruptus. Er galt als nicht fähig genug. Man hatte keine Verwendung für ihn. Wir halten Manöver, organisieren Kampfvorführungen, veranstalten Schießübungen. Man studiert die Kunst des Tötens. Er durfte seinen Rang und sein Gehalt behalten, aber das war auch schon alles. Handelt es sich um eine akademische Laufbahn? Wäre ich längst Doktor der Tötungswissenschaften. Dem Menschen gelingt nicht alles. Ein Militär lässt sich natürlich nicht gleich entmutigen. Das eigentliche Problem lag woanders. Kempeines Frau wollte im Winter selbst. Sie ist gestorben! Daran war endgültig zerbrochen. Er konnte es eigentlich noch immer nicht ganz glauben. Nichts funktionierte mehr. Die Wohnung war verwaist. Kinder hat er keine. Du hast ja nicht mal einen Hund. Die Einsamkeit war quälend. Schnaps half auch nicht. Vom Trinken wurde seine liebe Frau auch nicht wieder lebendig. Meine liebe Frau. Doch das hatte die ersten Abhängigkeit begriffen. Ich heiße Armani Kempeinen. Ich bin 49 Jahre alt. Ich bin gestern von der Sinki nach die Westkinder gefahren. Da wohne ich, um Mitsommer zu feiern. Ich war so deprimiert, dass ich hier in Hämmer von der Nebenstraße abgebogen bin. Ich bin in eine alte Scheune gegangen und habe die ganze Nacht apathisch neu gelegen. Vom anderen Ufer lärmen feiernde Menschen. Gegen Morgen bin ich zum See gegangen und habe vom Stehen irgendeiner Sommerhütte ein Stück Seil abgemacht. Plötzlich habe ich einen seltsamen Schlag an der rechten Schläfe verspürt, als sei eine Ader geplatzt. Das Gefühl war wunderbar befreiend gewesen. Ich durfte hier in einer Sommerlandschaft eines natürlichen Todes sterben. Eine Gehirnblutung ist halbwegs akzeptabel. In Friedenszeiten.
Ich bin auf dem Feld in die Knie gesunken, blickte in den Himmel, nahm Abschied, fasste an meine Schläfe und hatte eine weiße, stinkende Masse an den Fingern. Schwalbenschiss. Anschließend bin ich in die Scheune zurückgekehrt, habe mich auf den Schemel gestellt und meine Vorbereiterin getroffen. Pardon. In lebhaftem Gespräch gingen die beiden zur Onrinnung ins Sommerhaus, das am Ufer des Humalayadesees lag. Stina! Stina! Was denn? Die Handtücher! Welche Handtücher? Geht laut! Die beiden Männer waren ein wenig ernüchtert. Ihr Todeseifer war erlangt. Das Wochen Selbstmord hatte für diesen Tag seinen Reiz verloren. Das hat seinen Reiz verloren. Dafür ist absolute Ruhe erforderlich. Sich umzubringen ist eine so persönliche Angelegenheit, dass dafür absolute Ruhe erforderlich ist. Ausländer mögen sich auf öffentlichen Plätzen ausziehen und verbrennen. Aber ein Finne sucht bei seinem Selbstmord kein Publikum. Ich bin noch nie im Leben in einer so ausgezeichneten Sauna gewesen. Es ist wunderbar. Noch nie im Leben bin ich in einer so ausgezeichneten Sauna gewesen. Wunderbar ist es. In einer so ausgezeichneten Sauna bin ich im Leben noch nie gewesen. Das ist wunderbar. Abgebrochenes Studium. Die Walzblechfirma. Die Wäscherei. Erste Kneipe. Zweite Kneipe. Imbiss. Letzten Endes ist es doch gut gelungen, dass ich zufällig in meine Scheune verirrt habe. Wenn ich mich verspätet hätte und in eine andere Scheune gegangen wäre, dann würden Sie jetzt am Banken hängen. Und Ihr Schädel wäre von einer Kugel zerfetzt. Ach! Wunderbar ist es. Sie wären eine hässliche Leiche geworden. Ein ausgewachsener Oberst, der in einem Balken hängt, ist auch kein besonders schöner Anblick. Es ist doch ein großartiger Zufall. Also mathematisch gesehen. Wenn wir zum Beispiel mit unserer Selbstmordabsicht in Österbotten unterwegs gewesen wären. In Österbotten stehen die Scheunen zu Hunderten. Genug, dass sich 100 Männer aufhängen oder schießen können, ohne dass einer den anderen stört. Warum sucht der Mensch in der Stunde seines Freitodes einen Ort, der nicht sein Zuhause ist? Und warum sucht er dann trotzdem einen geschützten Ort wie eben eine alte Scheune? Will er vermeiden, dass in seiner Wohnung Unordnung entsteht? Oder soll die Leiche nicht von wegen durchnässt oder von Vögeln vollgeschissen werden? Ich werde es morgen tun. Ja, vielleicht nächste Woche. Mir ist im Laufe des Tages der Gedanke gekommen, dass Sie und ich irgendetwas zusammen unternehmen können. Ich bin noch nie im Leben einer so ausgezeichneten Sauna gewesen. Und doch, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Bitte? Ja, nicht, dass jetzt noch ein Hitzeschlag gekommen. Wäre doch schade, gerade jetzt. Trauriger Sonntag. Da
Mein Abend ist nicht mehr weit. Mit schwarzen Schatten teile ich meine Einsamkeit. Schließe ich die Augen, dann sehe ich sie hundertfach. Ich kann nicht schlafen und sie werden nie mehr wach. Ich sehe Gestalten ziehen im Zigarettenrauch. Lasst mich nicht hier, sagt den Engel, ich komme auf. Trauriger Sonntag. Meine Mutter ist auch bei den Engeln. Die ist nicht bei den Engeln, die ist tot. Trauriger Sonntag. Einsame Sonntage habe ich zu viel verbracht. Heute mache ich mich auf den Weg in die lange Nacht. Bald deine Kerzen und Rauch macht die Augen feucht. Weint doch nicht, Freunde, denn endlich fühle ich mich leicht. Der letzte Atemzug bringt mich wieder heim. Im Reich der Schatten, da will ich geborgen sein. Trauriger Sonntag! Aber sie ist wirklich von den Engeln. Mein Opa auch. So ein Quatsch. Meine Mama sagt, es gibt gar keine Engel. Die beiden machten ein wenig Urlaub im wundervollen Sommerhaus. Ab und an sanierten sie oder angelten auf dem See. Der Oberst ruderte, Helone hielt die Spinnangel. Dabei tranken sie die ein oder andere Flasche Schnaps, verschlossen die Flaschen noch halb voll und warfen sie ins Wasser. Entschuldigung! Was ist denn jetzt schon wieder? Wir können die Ruder nicht finden. Aber ich wüsste, wo die Angel wäre, wenn das weiterhilft. Ich finde der Wunder sowieso viel zu anstrengend. Und die Szene ist ohnehin schon fast vorbei. Echt jetzt? Entschuldigung. Hier, die nächste Szene. Also nicht, dass eine dunklere Aufgabe. Eine Pistole zu überreichen? Viel zu gefährlich. Wisst ihr, was mit einer Pistole alles geschehen kann? Wenn man sich so sieht, liegt eine Leiche auf der Bühne. Gerade bei frisch Verliebten. Die wissen noch nie, was sie tun. Verliert ständig die Kontrolle über das, was sie tun. Einfach kopflos. Ist ja gut. Wir haben's verstanden. Los. Ich weiß nicht. Schon eine gute Idee. Schießen Sie. Schießen Sie nur. Da kann ja nichts passieren. In Finnland begehen ja nicht 1500 Menschen Selbstmord. Und zehnmal so viele wollen es tun. In der Hauptsache Männer. 2 Bataillonen Männer bringen sich jedes Jahr um. Und eine ganze Brigade plant es zu tun. Eine ziemliche Armee. Tödliche Autounfälle gibt es etwa 2 im Jahr. In der Hauptsache Männer. Wie wäre es, wenn man die Leute mal zusammenbrächte? Selbstmörder? Zusammenbrächte? Ja, man könnte sich austauschen. Ja, die Gespräche wären aber nicht sonderlich amüsant. Da wird zwangsläufig über ziemlich trostlose Dinge gesprochen. Ja, aber solch ein Treffen hätte ja auch einen therapeutischen Effekt. Dem Menschen geht's ja besser, wenn er sieht, dass es anderen auch schlecht geht. Ist doch so. Ja, für einige Zeit. So hab ich das noch nie gesehen. Interessanter Gedanke. In der Tat. Und trotzdem. Im Herbst werde ich mich sicherlich strangulieren. Wieso? Ja, die Freundschaft zu Ihnen ersetzt auch nicht meine Frau oder löst meine anderen Probleme. Sie sind ein finsterer Charakter, meine Kempein. Die Militär sind ebenso. Die potenziellen Selbstmörder und denen ganz besonders. Man könnte ja gemeinsam nach Lösungen für die Probleme suchen und keine Fände. In der Gruppe könnte man sicherlich bessere Selbstmordarten entwickeln. Am Stil fallen. Lästig ist es doch primitiv, sich an ein Seil zu hängen. Ja, in einer Gruppe können wir die Testamente
von einem gemeinsam beauftragten Anwalt verschrecken lassen. Das ist keine Bilder. Vielleicht gibt man ihr auch mal einen Bürgeranzeigerabatt. Ja, in einer Gruppe findet sich bestimmt jemand mit Geld. Wir können unsere letzten Tage damit verbringen, das Leben zu genießen, ein wenig verschwenderisch zu leben. Und Frauen? Frauen könnten wir bestimmt auch gewinnen. Ach ja. Ich weiß, dass es in Finnland viele Frauen gibt, die Selbstmordgedanken haben. Deprimierte Frauen sind auf ihre eigene traurige Art anziehend. Ach so. Eine größere Gruppe bietet natürlich Möglichkeiten. Ein Tötungsvorgang ließ sich Dilettantismus vermeiden. Sie als Oberst könnten einen Massenselbstmord von Finnen auf professionelle Weise und mit dem bestmöglichen Ergebnis organisieren. Eine größere Gruppe bietet natürlich Vorteile. Ja, Sie haben ja von Anzeigen Führungsqualitäten. Sie nehmen, sagen wir mal, 1000 Selbstmordkandidaten unter Ihr Kommando. Erst versuchen wir, den armen Teufeln gut zuzureden. Und wenn das nicht hilft, dann führen Sie Ihre Truppe in den Tod. Den Massenselbstmord könnte man als große Katastrophe tarnen. Damit würde man die Auszahlung der Lebensversicherungen nicht gefährden. Damit würde man beweisen, dass wir Finnland zu mehr imstande sind, als uns kümmerlich alleine einer morschen Scheue aufzuhängen. Dass wir nämlich, wenn wir es richtig anpacken, eine Vernichtung großen Ausmaßes zustande bringen. Wir wollen ja niemandem den Tod empfehlen. Doch wenn sich die Leute für den Selbstmord entscheiden, so sollte dieser stilvoll sein. Der Tod ist letztlich kein erträgliches Ereignis. Er ist der unwiderrufliche Endpunkt des Lebens. Und als solcher darf er auf seine eigene, düstere Weise großartig sein. Weder die Dame von der Telefonseelsorge noch die Nervenklinik von Nikhile reagierten positiv auf das Vorhaben der beiden Langversinnungen, um sich zu schaden. Der zuständige Oberarzt bezweifelte sogar die Fähigkeiten eines im Dienste der Armee stehenden Oberst, einen Selbstmord zu verhindern. Das Training in der Armee dient ja wohl ganz anderen Zwecken. Wir müssen eine Annonce in die Zeitung setzen. Ja. Alles schon vorbereitet. Von wegen, Kopf los. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein. Es gibt noch mehr Menschen, die gleiche Gedanken und sogar erste Erfahrungen haben. Schreiben Sie einen kurzen Bericht über sich. Nennen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse. Wir nehmen Kontakt zu Ihnen auf. Abend, spart euch die Mühe. Die freundlichen Zuschriften bitte postlagern an die Hauptpost Helsinki. Kennwort, gemeinsamer Versuch. Wenn wir uns jetzt im See ertränken, dann bleiben mehr als 600 Selbstmörder sich selbst überlassen. Ja, und wer weiß, vielleicht bringen sie sich dann noch um. Moralisch wären wir schuld an ihrem Tod. Ja, Selbstmord kommt jetzt nicht mehr in Frage. Jetzt, wo wir das ganze Bataillon aber Teufel auf die Hals haben. Ein richtiges Selbstmordbataillon. Hier, schauen Sie mal. Mein Name ist Helena Pusalin. Ich bin 33 Jahre alt und ich bin in meinem Leben an einen Scheitelpunkt gelangt. Meine Seele ist in Gefahr. Wir brauchen eine Sekretärin. Ja. Ich hatte eine gesicherte Kindheit. Bin immer ein fröhlicher und vorwärtsschauender Charakter gewesen. Aber die letzten Jahre hier in Toyala haben eine Veränderung an mir bewirkt. Mein Selbstbewusstsein ist zerstört. In dieser kleinen Stadt kursieren Gerüchte über mich. Ich bin schon seit 10 Jahren geschieden. Und das ist nicht mal hier in Toyala etwas Ungewöhnliches. Aber nach den gewonnenen Erfahrungen konnte ich nicht und wollte ich auch nicht wieder eine Beziehung mit einem Mann eingehen. Jedenfalls keine feste. Vielleicht bin ich paranoid.
Jedenfalls habe ich schon seit Jahren das Gefühl, dass ich pausenlos beobachtet werde und dass alles, was ich tue, registriert wird. Wir brauchen eine Sekretärin. Ja. Ich fühle mich als gefangen. Vielleicht ist unter der Suizidenten jemand mit den entsprechenden Fähigkeiten. Auch die früher so interessante Erziehungsarbeit ist mir zuwider geworden. Ich habe mich völlig zurückgezogen. Ich misstraue allen und nicht zu Unrecht. Hier, Volltreffer. Kuka Maria aus Köln, Exportsekretärin. Geben Sie mir die Nummer. Heute habe ich noch das Freizeichen. Es nimmt niemand mehr ab. Der Anruf kam zu spät. Zweiter Treffer in Tullerland. Die stellvertretende Direktorin der dortigen Volksschule. Man hält mich für einen sehr sinnlichen Menschen. Und vielleicht ist das auf eine bestimmte Art und Weise auch wahr. Ich habe eine direkte Art und weise niemanden zurück. Helena Buser, 33. Eines anderen Mal musste ich jedoch feststellen, dass kein Mensch auf der ganzen Welt, jedenfalls nicht hier in Tullerland, zu mir ebenso ist. Ich kann einfach nicht mehr. Ich möchte schlafen. Schlafen. Hier ist der Anrufbeantworter von Helena Posavi. Leider bin ich im Moment nicht in der Lage, Ihren Anruf entgegenzunehmen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Hier spricht Oberst Hermanniken Peine. Verzeihen Sie den Anruf zur späten Stunde. Wir haben Ihren Brief, den Sie auf unserer Nordsee geschickt haben, erhalten. Wir, Direktor Olli Relonen und ich, würden gerne bei Ihnen persönlich vorbeikommen, um die Angelegenheit zu besprechen. Wir machen uns besser sofort auf den Weg. Es ist riskant, unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren. Es kann nicht schlimmer als der Tod widerfahren. Also los! Geschenk. Der Oberst sah das ähnlich, bezweifelte allerdings, dass ich so spät noch irgendwo ein Blumenstrauß besorgen ließe. Blumengeschäfte am Nacht geschlossen. Helene hatte die Idee, unterwegs Blumen direkt aus der Natur zu pflücken. Oh, wie schön. Er bat den Oberst anzuhalten. Bei der Gelegenheit könne die Sau sein Wasser abschlagen. Der Oberst wartete am Auto. Jetzt hören Sie doch mal mit den ländlichen Blumenpflücken auf! Plötzlich sah der Oberst Relonen auf der dunklen Straße stehen. Er war ganz aufgeregt. Ich bin ganz aufgeregt! Ich bin ein ganzes Stück durch den Wald gelaufen. Und plötzlich bin ich auf diese Falle gestoßen. Ich habe mich zu Tode erschrocken, als das Tier um sein Leben schrie. Ein echter lebender Marder? Ein echter lebender Marder? Das perfekte Gastgeschenk für Fräulein Busa. Sie sind ja völlig verrückt. Ein echter lebender Marder? Das wäre doch nicht nötig gewesen. Auf unsere Nase sind mehr als 600 Zuschriften gekommen. Können Sie uns damit behilflich sein? Ja, gehen wir. Hee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 e
Mein Leben ist schwer. Von Anfang bis zum Ende. Die glücklichen Stunden waren so selten. Ich bin froh, wenn alles vorüber ist. Kategorie Schreibstube. Ich habe mich in eine Nervosität gearbeitet. Ich kann nicht mehr lieben. Männer. Ich bin in einem totalen Gleichgültigkeitsgefühl. Schon seit Wochen. Das sind Qualen, die kann sich keiner vorstellen. Das kommt zu... hier, Depression. Bin sehr an Selbstmord interessiert. Habe aber jetzt keine Zeit, ausführlicher zu schreiben. Frontsoldat. Lieber, scheiterte Massenmörder als so ein Leben. Frauen. Frauen? Ja, Frauen. Meine Kategorien sind Männer, Frauen, Ältere und Verschiedenes. Wie wäre es mit dringend, Abenteurer, berufliche Misserfolge, geschlagene Frauen, Beforderungen, Depressionen? Wie jetzt? Man muss sich umbringen, um die Hoffnung zu begraben. Es gibt keine Hoffnung. Es gibt nichts, was zu erreichen wäre, außer den Tod. Mustersoldat. Bitte helft mir! Bitte helft mir! Buchhalter. Wieso Buchhalter? Die haben mich jetzt in mein System aufgenommen. Buchhalter kommen nie alleine klar. Blödsinn. Bitte helft mir. Das kommt in Kategorie dringend. Die ist hier. Üblicherweise wird versucht, ein Ziel möglichst schnell zu erreichen, wenn bekannt. Es ist schrecklich. Die Hoffnung wuchert wie ein böses Geschwür bis zur letzten Sekunde. Unklar. Verzweifelt. Ja, von mir aus. Selbstmord ist die einzige effektive Weise, mein Leben zu beherrschen. Kontrollfreak. Im Unglücklichsein liegt auch dein wunderbares Leben. Abenteurer. Meine Arbeit ist stressig und undankbar. Berufliche Misserfolge. Schreibstube. Frauen. Ich möchte vorausschicken, dass ich überhaupt nicht mit dem Gedanken spiele, mich selbst zu töten. Abenteurer. Feigling. Der Gedanke, ganz ohne Verpflichtung zu sein, ist so verlockend. Verzweiflung, Chaos. So kommen wir nicht weiter! Ab jetzt liest er mal einmal 10 Briefe vor, während sich die anderen Notizen machen. Dann wird der Vorleser gewechselt, wieder werden 10 Briefe behandelt und schließlich kommt der dritte Vorleser in die Reihe. Die Behandlung eines Briefes nimmt etwa 5 Minuten in Anspruch. Das eigentliche Lesen dauert 1-2 Minuten, nachher noch ein paar Minuten über den Fall diskutiert. Innerhalb einer Stunde können Sie etwa ein Dutzend Briefe schaffen. Gearbeitet wird in 2-Stunden-Takt und Pausen werden erst gemacht, wenn ich es sage. Aber Frau Fusari, Ihr Tonfall irritiert mich jetzt ein wenig. Wir müssen vorwärts kommen. Die armen Teufel warten auf unsere Hilfe. Also los, packen wir es an. Zu Befehl. Wenn ihr einen Befehl erteilt, dann selbstverständlich nur ich. 8 Stunden am Tag sollten genügen. Ich bin hier der Oberst. Aber das weiß ich doch, Herr Oberst. Herr Roland, Sie kümmern sich ab sofort. Frau Husari, Sie bringen mich doch ins Grab, wenn Sie so weitermachen. Na dann, machen wir weiter. Mein Mann hat mich völlig in seiner Gewalt. Ich bin wie ein Papier, das er zerknüllen und wieder glatt streichen kann. Und wieder zerknüllen und wieder glatt streichen und wieder zerknüllen. Geschlagene Frauen. Frauen scheinen in ihrer Verzweiflung eher bereit, sich jemandem anzuvertrauen. Ein gewisser Reimung vermittelt den Eindruck, dass er eine Frau sei. Daraus zu schließen, dass er als Beruf Gattin angibt. Da brauchen wir eine neue Kategorie. Er hat noch andere Probleme. Die drei Bearbeiter zählten, dass etwa 65% aller Zuschriften von Frauen stammten. Der Rest von Männern. Beim Selbstmord ist das dann genau andersrum. Außer in China. Echt jetzt? Männer? Frauen? Fräulein Husari? Ja, sehr gut. So geht das nicht. Die Systeme müssen angeglichen werden. Das muss man alles nochmal von vorne machen. Man könnte jede Frau mit meiner Schreibstube
Ihre geschlagenen Frauen von der Kuhfabrik, ihr die denn vielleicht in die Schrauben? Nein! Ich dachte ja nur. Er dachte ja nur. Wir nehmen meine Sortierung. Ich bin dafür angestellt, die Ordnung zu machen. Wir nehmen dringend Abenteurer, berufliche Misserfolge. Männer, Frauen. Geschlagene Frauen überfordern. Feiglinge. Depressionen, Einsamkeit, Langeweile und Wut. Ich bin eine gute Sekretärin. Eine sehr gute. Ich habe schon in unserer Schule das beste Archivierungssystem erstellt. Schon meine Puppen haben die unterschiedlichen Schubladen. Genauso wie die Spielzeugen, ja, die Kuscheltiere und die Hobbybässe. Wenn man schnell eines Systems macht, mir niemand was vor, hat sie niemand. Mein System ist in keinem Angriff gewesen. Und ich kann Ihnen versichern, dass ich genau weiß, in welchem Fall bin, welcher Selbstmörder gehört. Durch jahrelange Erfahrung. Ich sage Ihnen ja auch nicht, wenn es noch hier marschieren sollen. Sie machen ein. Und dann marschieren Sie auch was am besten, als nächstes bankrottieren. Und wenn Sie wollen, dass das ein gutes Ende nimmt, dann geben Sie mir ein Problem und ich werde Sie in mein System einloggen. Denn sonst kann ich nicht dafür garantieren, dass ich nicht gleich wohne. Entschuldigung. Nehmen Sie das hier. Das wird Sie beruhigen. Ein schönes Spiel. Mir hat es auch geholfen. Meinen Sie? Versuchen Sie es. Warten Sie mich noch? Momentan nicht, danke. Hier schreibt jemand, dass er ein Einkommen von 364 Euro und Ausgaben von 358,57 Euro hat. Also 31 Tage Leben von 5,43 Euro geht nicht. Das bedeutet, einen Tag gut leben, dann Ende. Alles okay? Geht es Ihnen gut? Ein beträchtlicher Teil der Leute, eigentlich alle haben psychische Probleme. Viele Briefschreiber klagen über Neurosen. Es gibt aber auch eindeutige Persönlichkeitsstörungen. Ebenso Geisteskrankheiten, die das Liebes- und Familienleben beeinträchtigen. Einige haben eine Psychose, bei anderen zeigen sich paranoide Züge. Kenn ich. Manche leiden unter fortgeschrittenem Alkoholismus. Andere sind von Medikamenten oder Drogen abhängig. Verzweifelte Strafgefangene und Patienten von Nervenkliniken. Andere haben Schwierigkeiten im Berufsleben oder im Studium. Für manche ist das deprimierende Alter zu früh gekommen. Einer der Absender berichtet, dass er im Krieg einen richtigen Mord begangen hat und diesen nicht vergessen kann. Ein anderer schrieb, dass er sich mit mystischen Dingen beschäftige und den natürlichen Tod nicht abwarten könne, sondern Selbstmord begehen wolle, um endlich anzukommen. Es ist zu spät. Mein Weg zur Erlösung soll das Verschwinden in die ewige Ruhe sein. Allen gemeinsam ist das starke Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit. Hier bin ich! Und diesmal genau im richtigen Augenblick! Ich meine, was ist denn hier los? Psst! Sie sind gerade in einem Loch. Aber warum, ne? Naja, es geht immerhin um Selbstmord. Ja, das schon. Aber die Frage kann sich doch um die Leute kümmern. Ja, das schon. Und auch tun sie das dann nicht? Ach, weißt du, so ein Thema kann einen auch schon manchmal runterziehen. Ja, aber das Leben geht doch weiter. Meine Oma zum Beispiel hat immer gesagt, immer wenn du glaubst, das geht nicht mehr, dann kommt von irgendwann Licht daher. Stina, bitte. Was denn? Ist doch schön, oder? Schon. Aber so ein Kalenderspruch hilft einem nicht immer. Ach nein? Weißt du, es ist so. Nicht immer finden alle den Lichtschalter, wenn sie ihn brauchen. Oh. Also, was ist? Geht es jetzt weiter? Seit der Veröffentlichung der Annons waren 10 Tage vergangen. Zeit genug für einen deprimierten Menschen, dies und das zu tun. Höchste Zeit fortzufahren. Wir müssen ein Antwortschreiben aufsetzen. Es muss ein tröstliches Schreiben sein. Ich bin ganz sicher. Und zwar, wir fordern den selbstmordgefährdeten Empfänger dazu auf, seinen Entschluss vorerst hinauszuzögern. Es ist besser, nichts zu überstürzen.
an den Tag zu legen. Ein gemeinschaftlich organisierter Selbstmord ist wahrscheinlich qualifizierter zu organisieren als ein allein durchgeführter, der die Gefahr des Dilettantismus zumindest bei Ersttätern birgt. Stichwort Wirksamkeit der gebündelten Kräfte. Ein Selbstmord in der Gruppe hat ja auch einen hohen ökonomischen Nutzen. Ja, der entsteht dadurch, dass eben bei den Ausgaben, die den Angehörigen entstehen, ein Rabatt zu erzielen ist. Ja. Ich finde, wir sollten gleichzeitig ein Seminar einberufen, in dem wir über die Lebenssituation potenzieller Selbstmörder diskutieren. Eine gute Idee. Ein Seminar? Das ist doch eine Berufskrankheit, dass ihr Lehrer wegen jeder Kleinigkeit gleich ein Seminar einberufen müsst. Diese Unsätze hat hier auch schon die Militär eingestrichen. Seminare werden auch in der Geschäftswelt nur zum Anlass genommen, gut zu essen. Ja, wegen jeder etwas komplizierteren Frage wird gleich eine Kommission eingesetzt oder ein Seminar abgehalten. Und die Kosten werden dann von der Steuer... Das Leben von 600 Menschen steht auf dem Spiel! Genau, den Unglücklichen muss dringend geholfen werden. Man muss sie zusammenrufen, damit sie einander von ihren Problemen erzählen und sich helfen können. Danke. Wir müssen eine Räumlichkeit finden für die Begegnung und ein Programm ausarbeiten. Ja, genau. Vielen Dank für die Hilfe. Ich denke, ab jetzt kommen wir wieder alleine klar. Nichts für uns. Gern geschehen. Das hast du so toll gemacht, ach ja. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ach ja. Ich bin so stolz auf dich. Ach ja. Wäre ein Helsinki ein geeigneter Ort für die Massenversammlung finnischer Selbstmordkandidaten? Oder müssen wir auswärts tagen? Nein. In einer Kleinstadt können wir es nicht machen. 600 Selbstmörder in einer Kleinstadt. Wie wäre es mit der Gaststätte Lauruisten-Raventura im Helsinkier Stadtteil Töle? Die Gaststätte wird häufig angeschlossene Gesellschaften vermietet. Vorrangig für Begräbnisfeiern. Sehr gut. Der Schwamm war zurück. Fieberhaft machten sich die drei in die Arbeit. Jeder verlorene Tag bedeutet tote Menschen. Begrüßungssekt, Erikshappen, Krabbencocktail, Blumenkohlsuppe, Rinderfilet, Kräutermarinade, Preiselbeersorbet, Mokka-Muffin und Kaffee. Wir sollten eine Kollekte machen. Begrüßungsrede? Mach ich. Danach Referat über Suizidprävention. Helena, Usari. Ja. Wir müssen auch noch den Brief zu Ende bringen. Kommen Sie gut an. Der Veranstalter hofft auf zahlreiche Anteilnahme. Teilnahme? Gute Reise. Tun Sie nichts. Tun Sie nichts Unüberlegtes. Tun Sie sich nichts Unüberlegtes ab? Nein. Tun Sie überhaupt nichts? Nein. Alles ist gut? Nein. Hals und Bein hoch. Alles wird gut. Mach's gut. Außer Späßen nichts gewesen. Am allerwichtigsten in diesem Leben ist der Tod. Und auch der ist nicht wirklich wichtig. Avaruuden arpoina jäätävä tuuli kasvojan lipistää kelkallaan poika tyttöä kyydittää pakkasen puremat puuhukat poskillaan. Thank you.
herzlich willkommen hier in Helsinki. Wir freuen uns, dass so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Zunächst möchte ich Ihnen meine werten Mitstreiter vorstellen, die Pädagogin und Leiterin der Volksschule in Teuerer, Helena Buseri, und Direktor Onni Relonen, Geschäftsmann. Ich bin Herr Manni Kempainen, Oberst der finnischen Streitkräfte, dem Generalstab zugeteilt in der Abteilung Materialbeschaffung. Liebe Leidensgenossen, warum haben wir es gewagt, mit unserem Einzelschicksal an das Licht der Öffentlichkeit zu treten? Beginnen wir am Anfang. Der ärgste Feind der Finnen ist die Melancholie, Trübsal, grenzenlose Apathie, Schwermut. Die Melancholie hat sich im Laufe der Jahrtausende alle Menschen dieses Landes unterworfen, sodass ihre Seelen düster und ernst sind. Das ernste Gemüt ist ein schlimmerer Feind als einst die Sowjetunion. In der Ansprache berichtete der Oberst zunächst vom persönlichen Hintergrund der Initiatoren. Dann erklärte er Programm und Anliegen der Veranstaltung. Das Anliegen, vertrauensvoll über Leben und Tod zu sprechen. Das Programm, Referat über Suizidprävention, Mittagessen, danach Diskussion mit kurzen Erfahrungsberichten. Schließlich Ausblick. Gründung eines Komitees zur Interessensvertretung der Selbstmörder, wenn gewünscht. Obwohl das Thema unserer Zusammenkunft zwangsläufig sehr ernst und auf seine Weise deprimierend ist, hoffe ich, dass unser sommerlichen Tag nicht verdirbt. Ich hoffe, dass Sie sich hier wohlfühlen. Über Suizidprävention. Selbstmord ist in Finnland immer noch ein Tabuthema. Der mit Abstand wichtigste Grund für Selbstmorde liegt in der Erlebnisunfähigkeit der Betroffenen. Der Mensch findet in seinem Leben nichts mehr, was ihm Spaß macht oder ihm neue, angenehme oder wenigstens befriedigende Erfahrungen verschafft. Gerade mit der Erlebnisunfähigkeit habe ich auch Erfahrungen. Die Zeit der freien Diskussion ist nach dem Mittagessen. Das Mittagessen verlief ausgezeichnet. Getränke wurden bestellt. Man unterhielt sich immer lebhafter. Die Stimmung wird immer lebhafter. Grummel, 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 grummel. Räusper, 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 Räusper. Russ! Wozu auch der auf der Bewirtungsliste vergessene, aber von Frau Buseri kurzfristig geordnete Cognac-Beizug. Ein sehr guter Tropfen. Aber ich, Professor Bus, wollte auch keine. Draußen sind Journalisten. Ich habe Ihnen erklärt, ich spreche über heranwachsende Behinderte in der ländlichen Gemeinschaft. Über Ihre Probleme und deren Lösungen. Sie sind wieder weg. Kommen wir jetzt zur freien Diskussion. Wer möchte beginnen? Ja nun, jetzt hätten Sie die Gelegenheit dazu. Also. Mein Name ist Mika Allinen. Ich stamme aus Tampere und von Beruf bin ich Vermessungstechniker. Ich bin 32 Jahre alt und habe gottlos gelebt. Sehr. Ich habe aber gespürt, dass es nicht richtig ist. Unbewusst habe ich an Erlebnisunfähigkeit gelitten. Diesen Sommer wurde ich gläubig und bat Gott um ein Zeichen. Es kam keines. Ich wurde immer mutloser
und habe mich mit dem Gedanken an Selbstmord getan. In einer Sommernacht, vor einigen Tagen, fuhr ich kreuz und quer über das Land und habe einen Friedhof gesucht, um mir dort das Leben zu nehmen. Doch im letzten Moment hat Gott mich gerettet. Das Zeichen, ein Käfig, und in dem Käfig war das Zeichen, ein echter, lebender Marder. Was wird der Gott denn damit gemeint? Zweifler, die Wege des Herrn sind unergründlich. Und wo ist das Tier jetzt? Ich habe es zum Zeichen meiner Rettung ausstopfen lassen. Grüß dich, bin die Dula Kunto, bin Bayerin und bin 64 Jahre alt. Und ich möchte einmal die positive Wirkung von der Veranstaltung unterstreichen. Man ist ja immer allein mit seinen Kühen. Der Mann rettet nicht viel, ja, die Kühe sind auch nicht viel besser. Gut, dass ich gekommen bin. Aber wenn ich vorkomme, dann Heidengeld gekostet hat. Zum Glück kann ich bei meinen Neffen in Mürmeck übernachten. Ja, ja, dann müssen Sie ja nicht mehr fahren, und sonst können Sie bei mir und meiner Schwester übernachten. Trinken Sie eine mit? Ja, setzen Sie sich zu uns. Psst, es geht weiter. Ich bin nicht verrückt. Und jetzt geht's los. Ich heiße Heliwirta und bin 22. Ich bin nicht verrückt. Ich bin bloß arm. Wenn ich eine Bleibe hätte, wenigstens eine Einzimmerwohnung, irgendwo in Cardio, käme ich gut zurecht. Ich habe ausgerechnet, wie hoch der Preis für mein Leben ist. 190.000 Euro. So viel kostet eine Einzimmerwohnung in Helsinki. Dabei bin ich ja noch nicht einmal ein Säufer. Ich heiße Elsa Tagetsein. Ich bin 32 und komme aus Mikkeli. Ich werde jede Woche von meinem Ehemann misshandelt. Ich bin wie ein Stück Papier, das er zerknüllt und wieder glatt streichen kann. Er sagt, ich bin schlampig, hässlich, faul. Ich kann nicht kochen und dabei bin ich Hauswirtschaftslehrerin. Er sagt, ich bin vergesslich, ich bin unsauber, ich stinke. Ich kann keine Kinder erziehen. Im Bett bin ich kalt. Ich kann nicht mehr schlafen, auch wenn ich keine Prügel bekommen habe. Ich denke jeden Tag an Selbstmord. Mein Name ist Mire Alto, 85. Ich habe auch Depressionen, schon immer. Ich habe eigentlich keine Depressionen. Es ist wie verhext, aber was man auch anpackt, nichts gelingt. Außerdem habe ich auch Depressionen. Ich habe keine Depressionen. Wir haben einiges gehört und können uns vieles vorstellen. Was sind weiterführende Ideen? Mein Name ist Mire Alto. Ich bin 85 Jahre alt. Habe ich das schon gesagt? Man sollte einen Verein gründen. Man könnte eine richtig große Sache machen. Man könnte einen richtig groß angelegten Massenselbstmord begehen. Aber ist nun, gemeinsam sind wir stark, nicht wahr? Mein Name ist Heike Latvala, Thomas Kotka. Meine Frau und ich haben uns was ganz Besonderes überlegt. Wir könnten sämtliche Heißluftballone mieten, von einem Küstenort wie zum Beispiel Kotka aufs Meer hinaus segeln. Im sanften Abendwind steigen die Ballons vom Ufer auf. In jeder Gondel ein Dutzend Selbstmörder. Das düstere finnische Festland bleibt zurück. Der Ausblick ist überwältigend. Jemand springt vor Begeisterung ins Wasser. Stimmen auf dem offenen Meer ein gemeinsames Abschiedslied an. Wenn wir dann über den finnischen Meerbusen sind, lassen wir die Luft raus und sinken feierlich gemessen in die Bogen des Meeres. Und damit ist die irdische Wissheit endgültig vorbei. Welch schöne Idee. Und sicher schönen Anblick. So viele Ballons am Himmel. Ich habe Höhenangst. In allen möglichen Farben. Ich bin 85 Jahre. Dem Himmel so nah. Ihr findet die Idee also gut? Sensationell, meine Schwester wäre begeistert. Hast du gehört, Schatz? Egal, ich bin dabei. Super Sache. Mein Gott. Jetzt wird die Feier. Ich werde sie meine Pätzchen. Heute ist alles und doch. Lasst uns saufen und gemeinsam so richtig abstürzen. Ja. Los! Los! Die
Die weltweit höchste Suizidrate bei Männern verzeichnet die Statistik der WHO in Weißrussland, Russland und Litauen. Die meisten Selbstmorde bei Frauen werden in China, Japan und Hongkong gezählt. Während der Frühlings- und Sommermonate nehmen sich mehr Menschen das Leben als während der Herbst- und Wintermonate. Ach ja? Interessant, nicht? Die ersten 10 Plätze in Europa derzeit: Litauen, Weißrussland, Russland, Lettland, Ukraine, Belgien, Slowenien, Ungarn, Frankreich und Estland. Die Mediziner sehen den Grund für 65-95% aller Suizide und Depressionen. In Europa sterben jährlich etwa 55.000 Menschen an Freitag. Zum Beispiel durch Strangulieren, durch Selbstvergiftung, durch Stürzen in die Tiefe, durch Fahrzeuge, durch Schusswaffen, durch scharfe, stumpfe Gegenstände, durch Ertrinken, durch Feuer und Explosivstoffe. Und durch Sonstiges. Brust! Brust! Ich bin der Reinhard Korpela, Firmengründer von der Korpela Tempolini AG und seit gestern Besitzer vom brandneuesten finnischen Reisebus Delta Jumbo Sub 50L. Ich bin beeindruckt nicht nur durch ein attraktives Design, sondern auch durch ein innovatives und umweltverträgliches Entwicklungssystem. Der Bus hat 40 Sitzplätze, ein dreiachsiges, stabiles Fahrgestell und einen fast 400 PS starken Motor. Egal, in der Tat haben wir lebhafte Gespräche über das Thema vom Tag geführt und wir sind einstimmig zum Beschluss gekommen, zusammen den Freitod zu suchen. Jeder von uns hat private Gründe dafür, egal, aber eigentlich bin ich auch nur nach Helsinki gekommen, um meinen neuen Bus abzuladen. Das Seminar ist ein voller Erfolg! Wie viele sind noch da? Vielleicht 100. Ich habe gehört, wie davon gesprochen wurde, gleich nach der Veranstaltung an einer geeigneten Stelle Massenselbstmord zu begehen. Ich tue dir keine Eigenmächtigkeit, Herr Gruppe. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Die Stimmung läuft aus dem Ruder. Man sollte den Alkoholausschank begrenzen. Man sollte das Seminar mit einem Lichtsignal beenden. Das geht nicht. Bestimmt würden sich einige auf der Stelle hier im Lokal umbringen. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Ich bin ganz euphorisch. Ich fühle mich wie 79. Aber ich muss jetzt nach Hause zu meinem Vater. Wir müssen wieder zu ihnen gehen. Wir können sterbende Menschen nicht sich selbst überlassen. Vielleicht ist das mit dem Ballon doch nicht eine gute Idee. Wie schnell haben Sie gesagt, wer der Bus? Schnell genug für uns alle. Wenn ich nicht den Bus fahre. Wollt ihr euch gleich meine Mitte teilen? Ich habe noch nie in einer WG gelebt. Ich wohne bei meiner Schwester. Ich habe gehört, es soll lustig sein. Bei meiner Schwester, das wüsste ich auch. Allerdings erst bei den Treffen morgen Vormittag um 11 Uhr am Senatsplatz. Das ist echt mal Alexander II. Wir müssen auch bedenken, die Kollekte gewinnbringend einzusetzen. Sie haben ja ein krankhaftes Verhältnis zu Geld. Nachdem in der Gaststätte der Ausschank eingestellt worden war und man alle Seminarteilnehmer hinausgebracht hatte, wankte der harte Kern durch die Straßen. Auf dem Friedhof von hier in Tanami trafen sie aber auf ein halbes Dutzend Neonazis, die laut brüllend versuchten, Grabsteine umzustoßen. Dieses lächerliche Benehmen konnte nicht geduldet werden. Der Kampfeswille der Selbstmörder hatte Kamikaze-Charakter. Die Bomberjacken ergriffen die Flucht. Die Gruppe entdeckte dann in einem Villenviertel eine offene Garage mit einem Cabriolet, einem weißen Jaguar Cabriolet. Der Zündschlüssel steckte. Sie beschlossen, auf der Stelle Selbstmord zu begehen. Der junge Mann aus Kotka schlug vor, den Wagen zu starten. Die Abgase des starken Motors würden ausreichen, alle in der Garage befindlichen Menschen zu töten. Zu meiner Zeit haben die Kosaken des Zahn dafür gesorgt,
als der Pöbel getötet wurde, wenn er widerspenstig war. Heutzutage macht er das selbst. Egal. Das Licht wurde gelöscht. In das leise Surren des Motors mischten sich leise finnische Gebete. Plötzlich wurde die Tür von außen aufgerissen und ein Hausmeister mit Hund beendete das Vorhaben noch vor erfolgreichem Abschluss. Einige der Selbstmörder wurden von der Polizei festgesetzt und nach einer psychiatrischen Untersuchung nach Hause entlassen. Andere konnten fliehen. Als Einzige gelang der Mann aus Kupka der Freitod. Wer war das? Ja, der mit dem Stahlhelm. Ach. Ja, wir müssen sofort aus der Stadt verschwinden. Wir brauchen Proviant, Campingzubehör. Wir brauchen eine Ausrüstung. Und wie viele Autos gibt es? Ja, bitte? Mir muss jetzt 40 Sitzplatz, ein Strühachse, stabiles Fahrgestell und ein fast 400 PS starker Motor. Sicher nicht auch eine Dusche, eine Chemotoilette und eine Küche. Im hinteren Teil vom Fahrzeug gibt es sogar ein Seminarraum für 10 Personen. Mein Bus ist ausgestattet mit einem Multimediasystem, Zentralradio und einer Klimaanlage. Die hydraulisch gelagerten Sitze sind breiter als die in der ersten Klasse im Flugzeug. Und zu guter Letzt ist mein Bus mit einem Rundum-Sorglos-Paket versichert. Ein prachtvolles Fahrzeug. Einsteigen, ich lenke mir Anker. Neben Busfahrer Rauno Korpela, Volksschulleiterin Helena Pusari und Direktor Onni Rolonen stiegen Helibert Heinen und ihr Jolatala aus Espö ein. Der Vermessungstechniker Mika Allinen, auch Käfigmann genannt, weiterhin Emma Häkkinen, krebskrank, sowie die Frau aus Kotka. Seit kurzem Witwe. Die letzte war Anita Pekone, dicht gefolgt von Oberstherr Manikampainen, der sich vergewisserte, dass ihnen keiner folgte. Durchzählen! Es waren 10 Selbstmörder. Die Fahrt erinnerte mich an einen Roman von Pentti Hantel, Der Wintertourist. Darin wird erzählt, wie mehrere Menschen in Autos nach Norden fahren. Die beschriebene Reise ist schrecklich bedrückend, wohl wegen der furchtbaren Fröste. Überhaupt finde ich, dass Hanpe ein Schriftsteller der dunklen Töne ist. Ja, lasst uns nach Norden fahren. Wir könnten doch den letzten Sommer nutzen. Nordkap? Nordkap? Ja, man könnte sich dort an Ort und Stelle ins Eismeer stürzen. Du verfallst, es sind hoch und steil. Die Landstraße geht direkt am Abgrund vorbei. Ich könnte Bus auf die Hochtouren bringen und mit ihm durch die absperrige Tüfe peitschen. Strategisch äußerst raffiniertes Vorgehen. Aber eigentlich habe ich mir Selbstmord gedankt. Ja, aber warum fahren Sie uns dann? Wieso haben Sie eigentlich ein Seminar teilgenommen, wenn Sie gar nicht mit dem ganzen Herzen hinter der Sache stehen? Wir müssen Ihnen und irgendjemandem auch schon vertrauen können, Herr Oberst. Lassen Sie mal. Die wissen schon, was sie tun. Immerhin ist er falsch. Und ich bin seit kurzem Witwe. Was jetzt? Sind Sie dabei oder was? Aber ohne Zweifel, ich habe noch keinen Augenblick bereut, zu eurer Truppe gestoßen zu sein. Na bitte, da hören Sie es. Guter Mann. Doch, die Welt ist kein guter Ort. Und trotzdem, ich schwank durend, ob ich mich umbringen sollte oder meinen neuen Bus einfahren sollte. Aber vielleicht gerade auch beides. Nordkap, unglaublich durchgefallen sein. Das ist todsicher. Das wurde allgemein als gute Nachricht gewertet. Wir könnten vor unserer letzten Reise noch einmal Urlaub machen. In meinem Sommerhaus am Humalayervi-See. Auch das wurde allgemein als gute Nachricht gewertet. Dabei tranken sie die ein oder andere Flasche Schnaps, verschlossen die Flaschen noch halb voll und warfen sie ins Wasser. Prost! Und danke dir. Das hätte meinem Mann gefallen. Ein herrliches Vergnügen. Da wäre meine Schwester Anna, sie hasst verschwenden. In
In so einer ausgezeichneten Sauna bin ich im Leben noch nie gewesen. Es ist wunderbar. Im Gegensatz zu Aki, der war schon fast dekadent. Verschwenderischer Finne. Respekt. Schade, dass er als Einziger. Tja, egal, Geduld war doch nicht seine Stärke. Ich war noch nie im Leben in einer so ausgezeichneten Sauna gewesen. Noch nie in meinem Leben bin ich in einer so ausgezeichneten Sauna gewesen. Wunderbar ist es. Darf ich mich zu Ihnen setzen? In einer so ausgezeichneten Sauna war ich in meinem Leben schon oft gewesen. Wenn Sie schon weißes hin. Ist es wunderbar. Ich sage nicht viel. Das weißes hin endlich nicht an. Die Gruppe genoss die Ferienzeit in vollen Zügen. Doch am Horizont zogen bereits dunkle Wolken auf. Relonens Schulden waren noch immer nicht beglichen worden. Oh nein! Und sie wollten von der Staatsgewalt eingetrieben werden. Psst! Psst, Stina! Was gibt's? Der Gerichtsvollzieher? Wo bleibt er denn? Keine Ahnung! Den habe ich schon vor langem nicht mehr gesehen. Er ist, wie sagt man? Versunken. Verschwunden, Liebling. Verschwunden. Ja, ist wirklich schwer, diese Deutsch. Zum Glück gibt's ja noch die Körpersprache. Ja, und jetzt? Ich bin Gerichtsvollzieher. Ich bin Konkursverwalter. Ich bin verblüfft. Ein Gläschen Champagner? Nein, danke. Dann wollen wir gleich zum Geschäftlichen kommen? Ich werde dir über Sommerhäuschen jetzt ein Verfügungsverbot verhängen. Und zwar wird es unter den obwaltenden Umständen sofort beschlagnahmt. Auf Grundlage des Beschlusses des Helsinkier Amtsgerichts vom 21. März diesen Jahres. Infolgedessen haben sie mir jetzt die Schlüssel aufzuhändigen und sich selbst sowie die gesamte anwesende Gesellschaft umgehend vom Grundstück zu entfernen. Was? Bei Zuwiderhandel wird die Räumung eingeleitet. Notfalls mit der ortsansässigen Polizei. Die Schlüssel. Leute, das Fest geht trotzdem weiter. Ja, ist das recht. Noch sind Getränke da. Was soll das Ganze? Wenn meine Schwester mich so sehen könnte. Da geht's ja hoch her. Kein Wunder, dass der Mann bankrott ist. Bei einem solchen Treiben würden sogar die Banken pleite machen. Für Champagner ist das Geld da, obwohl die Konkursmasse angeblich nichts abwirft. Das sind doch mindestens 20 Gäste da und alle total angeheilt dort. Sie haben tatsächlich einen Fisch gefangen. Ehrlich? Das ist mir noch nie gelungen. Oh. Konkurs hin oder her. Hauptsache, man lässt sich beim Feiern nicht unterbrechen. Auf gut Finnisch gesagt, eine Schweinerei. Und wir alle müssen dafür zahlen. Ein echter, lebendiger Fisch. Es kann einen richtig fuchsen zu sehen, wie diese Schmarotzer altvolle Champagnerflaschen ins Wasser werfen. Einfach zugekorkt und in den See damit. Aber jetzt ist Schluss damit. Und dieser Oberst, wo das Aas stinkt, da kreisen die Geier. Ich trinke ja auch mal ein Gläschen Champagner. Aber ein solches Gelage auf den Überresten einer Konkursmasse. Es gibt so viel materielle und seelische Not, dass es mich schadet, sowas mit anzusehen. Tausende begehen in diesem Land wegen übermächtiger Schwierigkeiten Selbstmord. Und da lebt dieser Bankrotteur in Saus und Braus. Sie hören von uns. Auf Wiedersehen. Wir wollen uns den Tag, der gut begonnen hat, nicht durch diesen unangenehmen Zwischenfall verderben lassen. Trinken wir auf den wunderbaren Massenselbstmord. Mäßigen Sie sich. Übermäßiges Trinken ist ungesund. Leber und Nieren vertragen nicht so viel Alkohol. Alkohol ist in Finnland so teuer. Aber das spielt doch jetzt keine Rolle mehr. Man sollte diesen Typen einfach auswischen. Ganz meine Meinung. Ja, absolut. Ja, das lassen wir uns nicht gefallen. Man sollte alles vernichten. Thank you.
Die Tage auf dieser letzten Reise in den Norden vergingen wie im Fluge. Hinsichtlich der freien Plätze im Bus kam die Idee auf, all diejenigen Schicksalsgefährten aufzusuchen, die nach dem Seminar und der Flucht aus der Garage in alle Winde zerstreut worden waren. Dieser Vorschlag wurde von allen begeistert aufgenommen. Man wollte sie fragen, ob man sie nicht auf diese letzte Reise mitnehmen könnte. Ich habe hier eine Fahrtroute ausgearbeitet. Christin an Kampuki, Kuusamo, Joensuu, Lahti, Mittelfinnland, Uusikaalapi. Man holte Aulikki Grandstedt 55 ab. Herzlich willkommen. Steigen Sie ein. Elf. In Lampenrata stieß die von der Gesellschaft ausgemusterte Friseurin Ada Lamanen hinzu. Und wer zählt jetzt? 12. Dann holte die Gruppe die alte Dame aus Polanka ab. Ich habe nichts zu verlieren und bin zu allem bereit. Ich bin 85, sag ich das schon? 13. In Lahti sind die 30-jährige Konditorin Emmy Lankinen zustiegen. Aber das ist nicht mehr möglich für sie. Emmy hat sich in der Zwischenzeit umgebracht. Ihr Mann hat sie tot auf der Veranda gefunden. Sie ist mit geschlossenen Augen in der Gartenschaukel gesessen. Sie hat Gift geschluckt. Emmy hat während der letzten Jahre an schweren Depressionen gelitten, war auch in Behandlung. Nach Midsommar war sie eine Weile munterer, hat sogar an einem Seminar in Helsinki teilgenommen. Man hat nie die Zeit und den Mut, sich auszusprechen. Aber sie hat gerne geschrieben. Ich stehe kurz vor dem Selbstmord. Nichts weiter. Ihre Handschrift wie durch die Tortenspritze gedrückt. Kann ich vielleicht statt meiner Frau? Also nur, wenn es keine Umstände macht. Immerhin nicht gut, die Stube. Jetzt kommen Sie schon. 14. Ja, die letzten weißen Hunde, nicht? Keine Sorge, wir holen nur andere Teilnehmer. Am Stadtrand von Mikkeli klingelte man an der Haustür von Elsa Tarzanen. 15. Wisch dir aus deinem Kugelsicht ab, du öffnest! Lass mich in Ruhe! Du bist so faul! Du bist schlank wie Pestin! Ich weiß, aber es ist mir egal! Du kannst nicht kochen, obwohl du Hauswirtschaftslehrerin bist! Sei still, sei doch endlich still! Elsa, kommen Sie rein! Du bist vergesslich, unsauber, du stinkst! Du kannst keine Kinder erziehen! Nun kommen Sie schon! Hier sind Sie sicher. Im Bett bist du kalt, wie ein Fisch. Du bist unmöglich, du! Machst du? Du bist! Was soll das? Das kannst du doch nicht machen! Komm sofort zurück, du Schlampe! Am Abend schlug er auf irgendeiner Wiese das Nachtlager auf. Bis jetzt war alles wundervoll gewesen. Die Gruppe der Selbstmörder ist glücklich. Wenn es so weitergeht, hat niemand Grund zur Klage. Ein Wiesenschnarrer schreit leise in der Sommernacht. Die kleinen Frösche quaken im Gras und irgendwo brummt ein Düsenjäger auf seinem Nachtflug. Leises Atmen. Einer hustet. Jemand redet leise im Schlaf. Es ist dies das düsterste Nachtlager und die tragischste Kriegstruppe Finnlands. Ja, hey, was jetzt nächst du? Ja, das ist ja eine Überraschung. Ja, wie habt ihr es mir denn gefunden? Toni! Ja, Toni, wo bist du denn? Ja, wenn es sein muss. Was dir nächst du? Es liegt doch mit, liegst du am besten Grillenfutter. Mein Mann. Na, du kannst mir nicht bleiben. Du mit der Säugien.
Freunden, ein Historiemacher, endlich der Platz für die Manager-Seminare. Henk kannst du bleiben. Der Platz kam mir doch gleich so bekannt vor. Ja, ja, geil. Henk gefällt ihm nicht. Ins gesunde Landleben gefällt ihm nicht gestresst ein bisschen ins Leid. Hey Toni, der hält uns jetzt sogar noch nachkommen, wieder normal zu werden. Ja, genau, geil. Doch, sie überstehen sie dann auf dem Rehmarkermeland und auf Nacht um sie die Therapiegespräche über Lagerfeuer, geil. Bla, bla, bla. Das kann man schon öfter machen. Aber die Reben haben halt leider Arbeit für drei Tage. Toni, es sind die Leute vom Seminar in Helsinki kennengelernt. Ich glaube, ich bleib bei Ihnen. Ich ihn schon aufgekommen, drüber nachgedacht, ich hab mich umzubringen, gell? Ja, aber Toni, was hast du mir das Handy gesagt? Ja, und davor hat die dann die und die Kinder da geschossen. Ja, aber Schatz! Ja, boah, ich gang schon auch mit lieber nur gehabt, ins Eismeer zu stürzen, gell? Aber in Sommer der Bauer halt den Eischen habe. Ich war auch immer so innerlich zerrissen. Gott belass, Tempoline fahrt ruhig und gleichmäßig durch Nordfinnland, immer in Richtung Nordkap. Wenn es Jahr will. Ich bin schwanger. Inari. Ein letztes Rentiergeschnetzeltes mit Preisbär. Was für eine wunderbare Idee. Klingt verlockend. Der Tod wartet auf uns. 17 Mal letztes richtige Schnitzel, das mit Reis und Bären. Eigentlich bin ich Vegetarierin. Fräulein Pusari, Sie haben einen tollen Hintern. Holmack! Am Tag nach meinem ersten Konkurs war ich sehr müde. Ich ging zum See. Da war eine halbvolle Flasche Cognac angelandet. Sie hat die Situation gerettet. Ich habe meine Schuld an den See mit einer halbleeren Flasche Whisky zurückgezahlt. Danach kamen weitere Flaschen an. Das ist das Geheimnis des Humalayervi-Sees. Am anderen Ufer wohnt eine einsame Seele und denkt an einen Unbekannten jenseits des Wassers. Letzten Endes ist es doch gut, dass wir diesem Land den Rücken kehren. Korpelas, Todeslinie, fahrt ruhig und gleichmäßig, immer in richtigen Norden. Ach, sind wir schon in Norwegen? Ich habe schon an vielen Fronten gekämpft. Aber ich habe noch nie solche Lebenskämpfer wie euch Selbstmörder gesehen. Ich bedanke mich für diese schöne Reise. Zum Schluss möchte ich noch einmal betonen, dass niemand gezwungen ist, uns in den Tod zu folgen. Die Türen des Busses stehen offen.
und es steht jedem frei, diese zu benutzen. Das Leben geht draußen weiter. Dann also, adieu und merci. Ich hol so viel raus, wie ich kann. Haltet euch gut fest, vorne am Abgrund rumpelt's garantiert. Für einen Mensch, der sein Leben gelebt hat, ist der Tod eine Kleinigkeit. Das Eismeer wartet! Ein herrliches Land. Dort gibt es sehr hohe Berge und sehr tiefe Schluchten. Oder Sie besuchen meine Familie in Bulgarien. In Bulgarien gibt es auch sehr hohe Berge und sehr tiefe Schluchten.